Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind im Forest of Illusion und laufen erstmal raus, weil Mario hat ein wenig Angst. Er hat einfach ein bisschen Angst und möchte gehen. Er möchte einfach nicht in diesen Forest of der Illusion. Er möchte der Illusion keinen Raum geben, sich zu entfalten bei ihm. Er muss es aber tun und im Endeffekt werden wir es überleben, Mario. Vielleicht nicht mit 94 Leben, aber mit 99 auf jeden Fall. Oh, das war eine Ansage, wa? Das war eine Ansage. Aber dieses Level ist, glaube ich, das, also wenn man... Jetzt musste ich kurz überlegen, was ich denn genau sagen möchte. Also wenn man Leben farmen möchte. Ja, das war jetzt wieder so eine Sache, die geht eigentlich nicht. Dann in diesem Level. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, ey, ich musste gerade aufstoßen. So. Hier muss man sich den Stern nehmen. Und dann kann man hier ganz viele Leben farmen. Ja, super. Hat ja super geklappt, Kornel. Ja, klappt alles wunderbar. Du bist so gut. Oh. Ja. Gut, Kornel. Du bist einfach der absolute Hammer. Du bist der MC Hammer. Jetzt habe ich wieder nicht, aber ich wollte auch jetzt das einfach mal nutzen. Ja. Ich wollte eigentlich jetzt ganz cool da unten zum Secret Exit fliegen, weil ich mir dachte, ja, mach mal was Cooles, aber der normale Weg führt natürlich hier über diesen Pi-Ballon, wo man dann einfach so fett wird irgendwie und dann kann man hierher fliegen und am Ende hat man diesen Schlüssel und dann muss man nochmal warten, bis man wieder dünn wird. Ihr seht, das mit dem Abnehmen, das geht relativ einfach. Man muss einfach eine gewisse Zeit warten und plötzlich steht man da als relativ attraktiver junger Mann mit einer roten Mütze. Und dann hat man das Secret Exit auch relativ schnell geschafft. Und das ist alles gar kein Problem. Das ist alles wirklich gar kein Problem. Das ist kein Problem, nicht für mich, nicht für dich, auch nicht für deine Mama. Die schafft das auch mit ein bisschen Training, musst du mal probieren. Wie gesagt, meine Mama hat das Spiel sehr gerne gespielt. Okay. Wuhu. So. Ah, ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll, Yoshi. Wir beide, wir sind irgendwie nicht so das Dreamteam, was man sich vielleicht wünschen sollte. Wow, es war wieder sehr knapp. Gib mir das extra Leben. Dankeschön. So. Jetzt ist die Frage. Wir müssen hier also jetzt einen Stern erwischen. Und zwar diesen. Zack, zack, zack. Und den Stern. So, und jetzt müssen wir einfach hier alles abräumen, was hier runterfliegt. Und ab jetzt sammeln wir Leben für jeden Gegner. Und ihr werdet sehen, für die Wiegler kriegt man 2 Leben. Und hier kommen jetzt relativ viele Gegner. Hier geht es dann weiter. Noch ein Wiegler, noch ein Wiegler. Hier geht es dann auch weiter. So, zack, bam. Und damit hat man auf jeden Fall relativ viele Leben. Das kann ich euch aber auf jeden Fall garantieren. Also wenn ihr wirklich dieses Spiel spielt und Leben braucht, das Level ist quasi der 99 Leben Killer. Wenn man dann mit seinem kleinen Bruder spielt, dann war es immer so, der Bruder brauchte Leben und irgendwann war man halt da in dieser Welt angekommen und man konnte da halt einfach mal alles aufladen. Dann ein Leben rüberschippen, was ja auch in diesem Spiel möglich ist. Wenn man so zweit spielt, kann man Leben hin und her tauschen. Allerdings ist das Problem an der ganzen Sache, dass man dafür den Select-Knopf braucht, weil man, also ich glaube, man muss L und R drücken, dann kommt man in dieses Menü rein, aber um aus diesem Menü wieder rauszukommen, muss man Select drücken und das Ding war, bei unseren Super Nintendo Controllern war immer der Select-Knopf kaputt und deswegen mussten wir immer die Spiel neu starten, wenn wir da reingekommen sind. Das war immer relativ ärgerlich. Ich weiß nicht, wir haben neun Super Nintendo Controller gehabt und innerhalb von 3 Tagen war der Select-Knopf kaputt. Ja, yeah, das hat auch ein bisschen inneren Flow. Select-Knopf kaputt. Versucht das mal 10 Mal hintereinander ganz schnell auszusprechen. Select-Knopf kaputt. Select-Knopf kaputt. Select-Knopf kaputt. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Select. Weil nach dem Select. Du hast da das C, was du als K sprichst. Select-Knopf. Musst du wieder in das K rein. Und da ist nur ein T zwischen. Select. 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 Select-Knopf. Boah, das ist wirklich schwierig.
Probiert es mal aus, oder stelle ich mich einfach gerade nur dumm an? Select, Knopf, kaputt. Klar, wenn man eine kurze Atempause zwischen schiebt, Select, Knopf, kaputt, dann geht es. Aber wenn man es direkt hintereinander, ich mache deinen Select, Knopf, kaputt, dann hört es sich irgendwie komisch an. Über was reden wir hier eigentlich? Das ist der absolute Wahnsinn. Dass sich das Menschen angucken, das ist auch, keine Ahnung, da muss in der Evolution irgendwas falsch gelaufen sein, dass ihr euch das hier reinzieht. Ich weiß auch nicht so ganz. Manchmal weiß ich ja selber nicht, warum ihr euch das anguckt hier. Eigentlich müsstet ihr doch die Männer im weißen Kittel rufen, wenn ihr ein Video von mir gesehen habt. Der Junge spinnt doch. Das ist doch der Wahnsinn, ist das eigentlich. Aber egal. So. Das Level nervt mich gerade selber ein bisschen, weil es slowdown-lastig ist und weil es ein Wasserlevel ist. Wasserlevel nervt mich immer. Davon könnt ihr ausgehen. Und ja. Ihr seht es ja, es ist ein wenig slowdown-lastig. Und dieses Level hat auch noch ein Secret Exit. Das ist so ein Ärgernis. Ich glaube, wir machen erstmal das normale Exit. Da müssen wir beim zweiten Mal nicht mehr so weit. Das macht Sinn, wo? Wenn wir jetzt das Secret Exit uns geholt hätten, hätten wir natürlich beim hätten wir jetzt nicht so weit müssen und dann erst beim zweiten Mal so weit. Ist also im Grunde genommen ist es alles 100%. Also egal wie du gehst, am Ende gehst du den gleichen Weg, aber jetzt müssen wir halt nur noch den kurzen. Das ist doch eine Aussicht, mit der man sehr gut leben kann, oder? Oder wie macht ihr das? Wenn ihr zwei Aufgaben habt, die eine schwer, die andere ist nicht schwer. Was macht ihr, erst die schwere oder erst die leichte? Ich würde immer erst die schwere machen, glaube ich, weil dann hast du nur noch die leichte. Ist das doof, oder? Nö, eigentlich nicht, oder? Nö, ich denke, das macht irgendwie Sinn. Ja, ja, ich denke auch. Ich denke, das macht irgendwie Sinn. Ja, ja, ich denke auch. Ich werde schon schizophren, es ist krass. Im Prinzip bin ich ja so ein bisschen schizophren. Auf der einen Seite bin ich ja der Tom, ja... Der Tom und auf der anderen Seite bin ich ja der Cornel. Und ja, es gibt schon Diskrepanzen zwischen Tom und Cornel, das muss man auf jeden Fall sagen. Tom ist, glaube ich, wobei sie sind schon relativ gleich. Im Grunde sind sie gechillt, aber sie haben alle ihre Themen, wo man sie mit auf die Decke bringen kann. Im Endeffekt sind sie aber beides Pazifisten. Die sich nicht trauen, anderen weh zu tun. Ja, wobei, ja, könnte natürlich sagen, dass ich mit meinen gemeinen Sprüchen manchmal ein kleines Herzchen verletze. Aber prinzipiell sind sie beide Pazifisten, sind sie beide relativ friedfertig, relativ gesprächig. Cornel und Tom sind schon fast identisch. Die Frage ist, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem Tom und dem Cornel? Wahrscheinlich, dass der Tom öfters betrunken ist als der Cornel. Ja. Wenn ich trinken gehe, gehe ich immer nur als Tom trinken und nicht als Cornel. Weil mich ja noch keiner von euch eingeladen hat zum Trinken. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Hier. Der Lambo, der spuckt immer nur große Töne, ja. Hab ich noch keine Flasche Jägermeister von dem gesehen. Ja, das ist ein Trauerspiel. Dann könnte ich natürlich auch mal ins Cornel saufen gehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie säuft denn der Cornel? Das ist, oh, ich glaube, das ist so ein schlimmer Mister. Das ist so einer, der ist innerhalb von 2 Minuten dicht und danach geht er, ist er ganz, ganz schlimm. Nee. Alkohol. Die Frage ist ja, ich wollte ja nochmal über Alkohol reden, habe ich ja schon mal gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich im SMW darüber reden möchte. Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür ist dieses Spiel für mich ein wenig zu jungfräulich. Kann man das so sagen? Kann man das so stehen lassen? Ich habe immer nicht verstanden, wofür diese beiden P-Switche sind, weil jetzt kann ich hier natürlich das Leben einsammeln, aber es hätte natürlich auch nur ein P-Switch gereicht, dann... Ne, hätte es nicht. Ja, okay, ich verstehe schon. Jetzt verstehe ich die Problematik. Okay. Na, ist schon gut. Ich habe nichts gesagt. Es ist alles in Ordnung. Der Cornel ist mal wieder ein bisschen Brain AFK. Klar, man braucht den einen P-Switch, um oben die Barrikade wegzumachen und den zweiten, um aus diesen Viechern Dinger zu machen. Das bedeutet, man muss sich vorher einen kleinen Durchweg schaffen oder die ganze Münzreihe wegmachen, damit man auch an die Münzen kommt. Würde man nur den Silbernen drücken, dann würde man natürlich nicht an die Münzen kommen. Würde man nur den Blauen und den Silbernen dann drücken, würde man auch nicht rankommen, weil dann nachher noch der Blaue die untere Linie im Weg wäre. So. Hat das irgendeiner verstanden? Ich hab's auch nicht verstanden. Also lasst mich bloß in Ruhe, das zu erklären, ja? Mann, ey, setzt mich immer so unter Druck, ja?
Okay, lassen wir das. Nee, prinzipiell setzt ihr mich nicht unter Druck, ganz im Gegenteil. Ihr seid eine Bereicherung für meinen Gedankenhorizont, auf jeden Fall. Das kann man so sagen, ja. Das klingt vielleicht ein bisschen abgestanden, aber es ist prinzipiell die Wahrheit. Wow, das war ein bisschen cool. Ich überlege, hier gibt es einen Secret Exit drin. Oh, jetzt habe ich meine Feder oben gegen einen Pilz eingetauscht. Das ist kacke, dass das geht. Das ist wirklich kacke. Ich bin ja auch der Meinung, man sollte diese Feder mal recyceln, so wie man ich habe ja schon in einem letzten Part irgendwann darüber geredet, dass ich gerne ein SMB-Remake hätte. Oder sonstiges, oder ein SMB2, also... Es gibt ja SMB 2 Yoshi's Island, das ist für mich aber kein SMB, das ist für mich Yoshi's Island und nicht SMB, weil SMB ist einfach einzigartig und toll und Yoshi's Island ist auch ein schönes Spiel, aber flasht mich nicht so. Und ja, ich hätte gerne ein Super Mario World, New Super Mario World von mir aus. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, ja. So, hier kommen wir zum Schloss der fünften Welt, wo wir ja gerade sind. Das ist der reguläre Weg, aber wir haben natürlich noch mehr vor uns hier. Dieser ganze Forest ist ziemlich zerflickt, kann man das so sagen? Zerflickt, nicht zerflickt, sondern eher verstrickt. Verstrickt ist ein schönes Wort. Man könnte aber auch, ja. Das hat Sinn gemacht. Das hast du gut gemacht. So, man könnte auch da gibt's doch so ein Wort. Mir fällt's gerade nicht ein. Verwinkelt. Irgendwie ein anderes Wort für verwinkelt. Irgendwie mit zäher oder fair. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie so ein Wort gibt's da noch. Vielleicht dachte ich auch an verwinkelt und ja, da ist übrigens das Ziel. Ich weiß es gerade selber nicht so genau. Naja. Auf jeden Fall. Kinders, natürlich. Man sollte sich nicht hemmungslos und doof besaufen. Und das mache ich auch nie. Ja. Wenn man mir etwas nicht vorwerfen darf im Gebiet des Alkohols, dann ist es, dass ich es hemmungslos und bewusstlos mache. Jetzt nicht in dem Sinne, dass man bewusstlos ist, sondern in dem Sinne, dass man es bewusstlos tut. Also, dass ich mir vorher nicht, oder dass ich nicht darüber nachdenke, sondern einfach nur in mich reinschütte, bis ich sterbe. Das ist ja nicht so. Das ist ja völliger Quatsch. Ganz im Gegenteil. Ich bin meistens der, der am meisten getrunken hat und hinterher noch am nüchternsten ist. Das liegt daran, dass ich natürlich zum einen Masse habe, die Alkohol vertragen kann. Ja, ich bin ein Mann, ja. Ich bin nicht irgendwie so eine kleine Maus wie ihr. Ich bin Mann und ich kann auf jeden Fall was vertragen. Schon allein auch durch meine körperlichen Begebenheiten. Ich meine, irgendwofür muss ja das Ganze... Was denkt ihr denn, warum ich so viel gegessen habe in den letzten... Nein. Ja? Ach, komm ey, das muss doch nicht sein. Aber ich vertrage auch einfach von Haus aus... ganz gut Alkohol. Es war bei uns in der Familie schon immer so, dass wir relativ viel vertragt haben und das ist... Alkohol war bei mir in der Familie auch nie ein Tabuthema. Es war nie ein Thema, worüber irgendwie... Es war nie ein Thema, worüber man geschwiegen hat, was man irgendwie... Es war kein Thema, was man heroisiert. Nee, das hört sich ein bisschen zu sehr nach Heroin an. Heldenhaft aufgetümpelt hat. Nee, Alkohol war einfach... Es ist halt einfach eine Volksdroge, ja, damit... es ist so, das ist einfach ein Fakt. So, Punkt. Es ist so. Ob man das gutheißen will oder nicht, ist auch jedem seine Sache. Aber es ist auf jeden Fall auch nichts, was einen jetzt total, wenn man damit umgehen kann, aus der Bahn wirft. Das Ding ist halt einfach immer, ihr müsst aufpassen, mit wem ihr trinkt und ihr müsst aufpassen, was ihr trinkt und wie viel ihr trinkt. Und vor allen Dingen ist es immer ganz wichtig, dass ihr wisst, wenn ihr mal zu tief ins Glas guckt. Und das heißt gar nicht, dass ihr euch so unglaublich die Birne wegkippt, ja. Das ist gar nicht der Tenor der ganzen Sache. Es gibt auch Tage, wenn ich, da trinke ich zwei Bier und ich fühle mich betrunken. Und wenn ich dann vielleicht, ich weiß nicht mehr welche Tür, ich glaube, wenn ich in die falsche gehe, dann... Oh, ich glaube in die hintere, ja, wir gehen einfach mal in die hintere. Ich glaube, der Clou an der ganzen Sache ist, dass man in die vordere gehen soll, weil die ja da ist und dann nicht auf die hintere achtet. Ja, okay.
Es ist dann einfach so, es gibt auch mal Tage, wenn man Alkohol trinkt, da verträgt man so gut wie nichts. Da trinkst du dir ein Bier, zwei Bier oder du trinkst dir ein Wodka Oro oder so. Ja, scheißegal, du trinkst einfach was und auf einmal merkst du, puh, so Sachen, wo du dir normalerweise denkst, ja, trinke ich 10 von, trinkst du und du bist nach einem, so denkst du dir auf einmal so, Alter, dreht sich alles oder bin ich besoffen? Und das kann passieren. Und das kann natürlich auch passieren, dass man mal einen über den Durst trinkt, obwohl man sich denkt, eigentlich vertrage ich das doch. Das kann immer alles passieren, ja. Das ist immer ganz. Man muss gucken, ob man vorher was gegessen hat. Solche Sachen, all solche Sachen, das kann immer mal was passieren. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man weiß, mit wem man trinken geht. Und man sollte da auf jeden Fall dann nur mit Leuten trinken gehen, denen man auch irgendwie vertraut. Und nicht unbedingt Leute, von denen man weiß, dass die sich sehr gerne irgendwie prollhaft irgendwo beweisen, hinstellen, denken, sie wären die geilsten und solche Geschichten. Ja, das ist nämlich einfach total unwichtig. Es geht beim Trinken nicht darum, dass man viel trinkt, sondern darum, dass man zusammen Spaß hat. Und klar kann man auch ohne Alkohol zusammen Spaß haben. Und das ist ja auch gar kein Einwand, aber man kann auch mit Alkohol zusammen Spaß haben. Das ist auch nicht verwerflich. Ich meine, man muss ja nicht immer Monopoly spielen, man kann ja auch mal Spiel des Lebens spielen, oder? Also, denke ich mir einfach mal. Das war wieder so ein unglaublich geiler, eine unglaublich geile Metapher, oder? Und mit, ist es eine Metapher? Ja, ich glaube schon. Oder ein geiles Bild einfach. Vergleich. So. Ein Vergleichsbild. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und, sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war's also mit diesem Part und ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss, tschüss und tschüss.